So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Reset hier an Item Shops Tale. Wir kommen abends nach Hause und legen erstmal ein paar Sachen aus. Tuna Schenker zum Beispiel wäre eine Möglichkeit, aber nee. Kane Steff ist eine Idee. Grand Naginata, wir haben nämlich es gibt eine ganze Menge teure Waffen momentan. Entsprechend müssen wir das nutzen. Nee, Kane Steff haben wir schon. Wir haben gar nicht so viele Waffen, verdammt. Mist. Sehr viel ist gerade billig. Rune Amulet, stimmt, das kann ich auch mal auslegen. Und wir haben das Slime Liver, stimmt ja. Und wir haben eine ganze Menge an wir haben jetzt einige Shrooms, einige Furballs und sowas. Eine ganze Menge an und Kram. Komm, Wings of Eldon kann da rein. Walnussbrot kann da rein. Egg-Toast muss ich verkaufen. Nutmix können wir wahrscheinlich sogar irgendwo für benutzen. Ich weiß nicht ganz für was. Also es war für... In irgendwas kam das rein. Ich bin mir nicht mehr sicher, in was. So, öffnen wir mal den Laden. Kaio ist da, Louis ist da, immer. Oh, die Kleine kennen wir doch. Prime. Madame 103%. Okay, in dem Fall 207%. Was will die Kleine mit einer Hellebarde? Wie kriegt die überhaupt nach Hause geschleppt? Ich meine, das ist immerhin eine Fee. Just Bonus, 30er Bonus, perfekt. Ich liebe es. Auch wenn das jetzt bei uns nicht mehr so viel ausmacht. Ah, zwei Schätze. Ja klar, in zwei Tagen. Du kriegst die. Kaio. Eine Waffe. Wooden Bow. Nee. Wenn man genannt hat. White Gauntlet möchte ich eigentlich jemand anderem verkaufen, also Kane Steff. Wunderbar. Ich glaube, das ist bei dir jetzt bei 263. Das klingt doch gut. Und wo ist die Grenze? Wunderbar. Ach, schön. Und Euria ist gerade nicht da, das liebe ich ja. Wir kaufen uns alle die teuren Waffen ab, ich liebe es. 251%. Ach, Quatsch, runter. Und wo ist die Grenze? Wieder hier oben. Liebe ich. Ha. Auf jeden Fall verdienen wir gerade ganz gut. Oh, Silver Gauntlet. Wieder 251%. Warum zählt das nicht als 251%? Egal. Aber das. Perfekt. So. Louis. Ja, stimmt, du wolltest Rüstung. Die ist hier gerade billig. Komm, dann kann ich dem aber auch teure Sachen verkaufen. Dann kriegt er das. Und noch den Schild. Für was kaufst du dann? Für 52%. Tauscht denn beides aus? Ich weiß es nicht. Aber der hat jetzt eigentlich ja relativ häufig bei uns gekauft, also... Ich finde es ein bisschen ungewöhnlich, dass ich das jetzt nicht leisten kann. Hier war irgendwo die Grenze, perfekt. Wenn er sich das nicht leisten kann, muss ich ein bisschen mit dem Preis runtergehen. Ja, hat er. Und er hat jetzt gute Rüstung gekriegt. War jetzt nicht unbedingt das beste Geschäft für uns, aber da gibt's Schlimmeres. So, Backscratcher, Slime Flood, bla bla. Exceeded Expectations mal wieder. News. The new diet centered on cherries has taken off with housewives. Sehr gut. The price of daggers has normalized.
Someone is searching for the monthly issue of Booze in the World. Of the World, Entschuldigung. Gehen wir mal raus. Niemand möchte mit uns sprechen. Schade. Komm, Adventurers Guild. Ziehen wir los, würde ich sagen, dieses Mal mit Thiel. Die fehlt nämlich noch. Aber Thiel hat nur einen Wooden Bow, da müssen wir eigentlich... Problem ist, die sind gerade teuer. Die kann ich nicht kaufen, während die so teuer sind. Tut mir leid, aber ich kann schon... Sailor Suit? Kann die tragen? Ernsthaft? Nein. Spirit Beast Robe kann sie nicht tragen. Rainbow Mail kann sie tragen. Das wird doch gekauft. Ancient Armor kann hier nur einer tragen. Ach, der hat den Schild gar nicht ausgerüstet. Hm. Wing Charm. Komm, schadet nicht. Ach komm, wir kaufen mal Sailor Suit und das Outfit. Es würde ja jetzt auch reichen, dass wir mit der das hier schaffen. Auch wenn wir jetzt keine Bögen haben, dann macht es halt nicht ganz so viel Schaden. Erstmal Rainbow Mail, dann kriegt sie wenigstens keinen Schaden. Super Armband. Magical Head braucht sie, glaube ich. Na gut, dann kriegt sie ein Magical Head. Und, Wing Charm. Azure Necklace. Ich frage mich, das... Oh. Na gut, wenn das mal das runtersetzt, dann nicht. Mach das hier auch. Dann kommt das Ding weg. Ah, schon wieder. Ich mache immer wieder denselben Fehler. Jetzt zeige ich da mal kurz, was zeichnet die Kleine denn aus? Sie spielt sich nämlich sehr, sehr ungewöhnlich. Ja, natürlich rüsten wir aus. Und zwar, ihr seht, über dem Charakterbild ist eine Power-Anzeige. Ich kann ganz normal angreifen. Da habe ich jetzt auch nicht die höchste Reichweite, aber eine relativ hohe Crit-Chance. Wenn ich jedenfalls gedrückt halte, dann lädt die auf. Und abhängig davon, wie stark es aufgeladen ist, passiert zum Teil sogar sowas. Ich zeige es mal kurz. Status. Archer, also Bogenschütze. Momentan natürlich mehr Defensive als Angriffe. Gehen wir weiter. Character Controls. Die kann übrigens nicht dashen. Angriffe. Press button 1 to attack in the direction faced. Attacks become stronger the longer the button is held down. Ja. Was ist special? Wenn wir den Knopf gedrückt halten, also für einen Angriff, dann wird sich diese Power-Leiste füllen, das haben wir ja gesehen. With more power you shoot a stronger arrow. Or more arrows, ja. Dann die Fähigkeiten. Flame Arrow. Ja. Man schießt halt so einen Feuerpfeil. Seeker Arrow sucht halt, glaube ich, bis zu 3 Gegner und trifft die nacheinander. Und Starshot Arrow ist etwas, das sie schon im Kampf gegen uns eingesetzt hat. Wer sich noch daran erinnert. Das muss ich mitnehmen. Furball plus 3. Die weicht übrigens unseren Angriffen. Nee, der Gegner weicht unseren Angriffen nicht aus. Wenn ich jetzt mal kurz einmal gedrückt habe, kommt ein starker Pfeil, der weit fliegt. Wenn ich zweimal auflade, kommen 3 Pfeile. Bei 3-mal kommen 5 Pfeile. 1, 2, 3, 4. Kommt sogar noch einer zurück. Und bei 6. Nee, ich meine bei 5. Da höher geht's nicht mehr, hatten wir eben schon. Schießt du zusätzlich 3 Pfeile nach hinten. Erwähnt, dass ich diese Biester hasse. Wenn man sie mit sowas trifft, geht's ja. Mit einem Pfeil erwischt. Das müssen wir mal schaffen. Ich glaube, ich zeig mal kurz den... den Schuss hier. Das ist der Flammenpfeil. Wie man sieht, der hinterlässt eine Schneise der Verwüstung. Ich glaube, beim nächsten Mal, dass wir angegriffen werden, zeige ich mal diese Seeker Arrows. Ja, wir können einen Gegner auch mit mehreren Pfeilen auf einmal treffen. Ich glaub, komm. Hoppla. Falsche Taste. So. Wie man sieht, das Ding trifft auch mehrere. Und wenn wir getroffen werden, gehen natürlich unsere Aufladungen weg. Also müssen wir auch rechtzeitig schießen.
Aber Tiel ist halt eigentlich so ein One-Hit-Monster. Die macht wirklich unfassbaren Damage. Hält aber so ziemlich nichts aus. Die ist quasi Kaiu nur auf Angriff und nicht auf Magie. Also eine gewisse Ähnlichkeit ist da. Komm. Der hier. Was? Nicht getroffen? Das habe ich auch noch nie erlebt. Gut, dann muss ich noch diese Fähigkeit zeigen. Wenn wir das nächste Mal in einen Raum mit vielen Gegnern kommen. Ja, man merkt, dass wir nur den Wooden Bow haben. So, mal schauen. Nicht viele Gegner, sondern nur der Ausgang. Hier will ich doch noch gar nicht hin. Da komm, ich setze es einfach mal ein, wenn man mich lässt. Wie gesagt, das hat sich schon im Bosskampf mal gegen uns eingesetzt, wer sich erinnert. Oh, ein Eiertoast. Die brauchen wir ja. Dann noch gekrittet. Nice. Das Blöde ist, die Pilze springen da zum Teil sogar drüber. Das mag ich nicht an denen. Die sind blöd. So, next floor. So. Oh, schon tot, egal. Also Tiel ist halt eine, wenn man sie vernünftig ausrüstet, dann macht sie einen unfassbaren Schaden mit jedem Schuss. Und wir haben halt momentan den schlechtesten Bogen im Spiel. Man sieht, trotzdem kann sie den meisten Gegner halt schon irgendwie one-hitten, speziell wenn dir aufgeladen ist der Schuss. Also kommt nur her. Ich hätte vielleicht einen Flammenpfeil schießen sollen. Oh, eine Haifischflosse. Kann man verarbeiten. Ja, das Spiel ist asiatisch. Was erwartet ihr? Da isst man Hai. SP Consumption Half. Das ist doch schön. Da ist er uns ganz unglücklich in den fliegenden Pfeil gerannt, der Kerl. Manchmal haben Gnolle aber auch einfach kein Glück. Gerade hat es mir ein bisschen geruckelt, ich weiß auch nicht warum. Stirb endlich! Blöder Schleim! Ach, reicht der mir auch noch aus. Sausack, du. Ja. Ach ja. Tiel ist, finde ich, ziemlich niedlich, aber man braucht halt ewig, bis man dazu kommt, sie zu spielen, finde ich. Außer man macht halt von Anfang an nur dieses Dungeon Crawling und da hat man halt den Nachteil, dass man wirklich sehr viel verpasst an... Also man muss ja auch Geld einnehmen und sowas. Das ist im ganz normalen Modus ein bisschen schwierig. Wenn man aber New Game Plus macht zum Beispiel, ist es kein Problem. Da sind die Charaktere alle noch auf den hohen Leveln. Stirb, Schleim! Da verfehle ich auch noch. Ich treffe echt kein Schleimtor auf 2 Meter. Friss das! Das Brot gilt als Kriegsbeute. Ja, das meine ich ernst.
Okay, dafür gibt's das hier. Nie keinen erwischt, außer den einen. Okay. Das ist doch eher nach meinem Geschmack. Warum lassen die Hasen denn nie das Zeug fallen, das man braucht? Das sollte ich öfter sagen. Schon kriege ich ein Furball. Das heißt, wir können gleich auch wieder was fusen. Das mag ich. Okay, unthankful statue. So. Zack, geht doch. Wie außerdem Rope habe ich niemanden erwischt. Geht doch. Schleim. Ich werde auf jeden Fall auch danach kein weiteres Level mit der machen. Oh, eine nette Falle. Bereit? Boah, zwei mit einem Schuss. Ja gut, es waren mehrere Pfeile, aber da kann Lego das einpacken. Ich behaupte mal, dass ich das besser mache. So, Bosskampf. So, schön fett aufladen. Komm, hau ich einmal den raus, vielleicht bringt's was. Ich mach einfach keinen Schaden im Moment. Wow! Okay, wenn alle einen Crit treffen, dann ist es natürlich kein Wunder. Dann mal zurück in die Stadt. Wir haben ein paar Sachen, die wir fusen können und dann gehen wir nochmal schön nach Hause und dann mache ich auch eine kleine Pause. Wie ist es schon? Mist, ich muss noch nach Hause, ansonsten geht's nicht, ansonsten verpasse ich eine Bestellung. Komm, legen das Langschwert aus. Und den Tuna-Schenker natürlich. Und Sculptor. Fehlt noch was? Nö. Silvergun, blablablub. Wir können eigentlich so Sachen wie Kleidung, selbst die, na, Seidenkleidung noch nicht. Pick Rope. So, jetzt können wir nochmal kurz öffnen und dann... Was sagen denn wieder? Hui! Du brauchst einen Dolch? Okay. Louis, 235%. Also, das mag ich. Elon ist auch da, vielleicht kauft das. Arma. Ach, du möchtest einen Apfel verkaufen. Arma, die ist immer sehr wortkarg. So. 33% waren das. Elon. Ja, du wolltest ja Lebensmittel. Da habe ich ein paar günstige Sachen für dich. Orange. Apfel. Das dürftest du dir leisten können. So, 131% sind es bei dir. Wunderbar. Und die hatten Plus, also das rechnet sich auch auf Elan. I got this from my neighbor's wife. I have no interest in it though. Eine sehr seltsame Vase. Na gut. Meine Dame, sie verkaufen also für 48%. Das heißt... Ach nee, Quatsch, ich muss ja möglichst wenig bezahlen. Da muss ich ja hier runter.
Plus die 47. Das kann jetzt nur ein bisschen dauern. Da war's. So. Wunderbar. Einen Ring. Muss ich dich enttäuschen? Ja. Wenn ich keinen Ring habe. Also normalerweise wollen die Leute keine Ringe. Oh, schön, der Tuna-Schenkel. 257%. Perfekt. Mir bin Bonus sogar. Ich liebe das. Zwei Kleidungen in zwei Tagen, kein Problem. Oh, Kane Staff. 251 waren es, glaube ich, bei ihm. Ja. So. Dann Kane Staff verkauft. Und es geht ins Bett. So, dann hoffe ich mal, ihr habt Spaß im Let's Play, nach wie vor. Lasst konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Recipe in Item Shop's Tale. Und ja, wie gesagt, dann bis zum nächsten Mal. Cheerio!